Vormittags war die See noch ruhig gewesen. Eine leichte Brise wehte, kaum Dünung. Optimales Segelwetter. Nachmittags verwandelte sie sich in kurzer Zeit in einen tosenden Häckselkessel. Würde sie Opfer fordern? Die Brockenbahn beschrieb eine langgezogene Kurve, die Lok gab ihren markerschütternden Pfeifton ab. Er wollte kein Geld aus dem Betrieb, den er gehasst hatte. Ja, gehasst. Gefangen in einem Kellerloch, wie in einem Graben.